Der Weltklimarat hat berechnet, dass wir die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad nur erreichen können, wenn wir einen Teil des ausgestoßenen Kohlendioxids zusätzlich aus der Atmosphäre entfernen. Zum Beispiel durch Aufforstung über Bäume und Pflanzen oder maschinell über Filter aus der Luft. Das CO2 wird dann verflüssigt und unter der Erde gespeichert. Dieser Prozess kostet jedoch viel Energie und bringt vergleichsweise wenig für eine negative CO2-Bilanz. Eine CO2-Reduktion lässt sich aber auch bei bestehenden Prozessen erzielen. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. 2023 leitet hier der Ingenieur Johannes Full die Arbeitsgruppe Biointelligente Technologien. Sein Bereich bringt die Verfahrenstechnik mit Informatik und Biotechnologie zusammen. Dabei interessiert ihn ein ganz bestimmtes Verfahren, genannt HYBEX. Die Abkürzung steht für Hydrogen, Bioenergy und Carbon Capturing Storage. Was versteht man genau darunter? Damit sind zunächst mal alle Technologien und Verfahren zusammengefasst, die aus Biomasse Wasserstoff produzieren und das dabei entstehende CO2, was immer als Nebenprodukt entsteht, abgeschieden und langfristig gespeichert wird. Und somit ist dieser Technologieansatz eine Negativemissionstechnologie. Eine vielversprechende Idee, denn grüner Wasserstoff soll baldmöglichst die fossilen Brennstoffe als Energieträger ablösen. Gewinnen lässt er sich auf zwei Wegen, durch die Elektrolyse von Wasser mit erneuerbarem Strom oder eben aus Biomasse. Was immer in die Prozesse als Input eingeht, besteht zu großen Teilen aus Kohlenwasserstoffen, also aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Deswegen ist es auch naheliegend, dass die beiden Hauptgasfraktionen, die man daraus produzieren kann, einmal Wasserstoff ist, das sind ungefähr 50-60%, und auf der anderen Seite eben CO2. Auf das Klima soll sich das Verfahren doppelt positiv auswirken. Erstens verbrennt Wasserstoff CO2 frei und zweitens wird das CO2, das bei der Verbrennung der Biomasse anfällt, gebunden. HYBEX verspricht viel. Die Frage ist, wie gut es sich umsetzen lässt. Das Grundkonzept ist von uns entwickelt worden und einzelne technische Umsetzungsmöglichkeiten bewerten wir und vergleichen sie miteinander, um dann im Idealfall potenziellen Anwendern oder Investoren die Entscheidung zu erleichtern, indem wir genau aufzeigen können, wo sind jetzt die ökologischen und die ökonomischen Benefits. Denn je nachdem, wo die Reststoffe herkommen und welcher Qualität sie sind, eignen sich unterschiedliche Technologien für ihre Verarbeitung. Für die Wasserstoffproduktion zählt die Dampfreformierung zu den etabliertesten Verfahren. Nach den Forschenden könnte es gut in Biogasanlagen integriert werden. Der Wasserstoff wird in diesem HYBEX-Szenario lokal produziert, ideal als Kraftstoff für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und mehr. Wir haben aufbauend auf den Biogasanlagen, allerdings nur für Baden-Württemberg, berechnet, dass wir den derzeitigen Wasserstoffbedarf in Baden-Württemberg decken könnten, indem man ungefähr ein Viertel aller Biogasanlagen umrüstete, also Wasserstoff produzieren lassen würde anstatt Biomethan. Das heißt, es sind schon auch enorme Mengen, die auch einen großen Beitrag zur Wasserstoffwirtschaft leisten können, auch vor dem Hintergrund, dass wir im Vergleich zur Elektrolyse noch günstiger produzieren können. Die Dampfreformierung ist ein Weg, grünen Wasserstoff herzustellen. An der Hochschule Biberach verfolgt Johannes Full ein anderes spannendes Verfahren. Hierbei steht die Biotechnologie im Zentrum und ihre kleinen Helfer, die Bakterien. Johannes Full trifft den Leiter des Fachbereichs industrielle Mikrobiologie in seinem Labor. Hartmut Grammel arbeitet mit ganz besonderen Mikroorganismen, den sogenannten Purpurbakterien. Unter Lichteinfluss betreiben die Wasserbewohner Photosynthese und gewinnen dadurch Energie. Dabei entsteht eine schöne rote Färbung. Und noch etwas ist besonders. Die Bakterien verfügen über spezielle Enzyme, über die sie Wasserstoff produzieren können.
Dafür nutzen sie das Sonnenlicht. Um relevante Mengen an Wasserstoff aus Bakterien zu gewinnen, bräuchte man allerdings sehr viel Licht, womit ein extrem großer Energieaufwand verbunden wäre. Beim Projektpartner, der Uni Stuttgart, fand sich im Verbundprojekt Rotech eine alternative Lösung. Unter der Leitung des Biologen Robin Gosch konnten die Purpurbakterien so kultiviert werden, dass sie auch im Dunkeln photosynthetische Zellen bilden. Die Grundvoraussetzung für eine industrielle Produktion war gegeben. Die Innovation in unserem Prozess hier liegt eigentlich darin, dass wir dann in herkömmlichen Edelstahl-Fermentern oder Bioreaktoren diesen photosynthetischen Zustand auch ohne Licht voll auslösen können, alle wasserstoffproduzierenden Enzyme aktivieren können, ohne dass wir Licht benötigen. Und dadurch wird dieses Potenzial überhaupt erst einmal für industrielle Maßstäbe erschließbar, weil wir dann, anders als hier im Labor, nicht in 10 Liter Kulturvolumen arbeiten, sondern im 100.000 Liter oder mehrere 100.000 Liter Maßstab. Doch woher bekommen die Bakterien für die dunkle Photosynthese die Energie, wenn Licht als Quelle nicht in Frage kommt? Auch Mikroorganismen lieben Zucker. Eine süße Quelle haben die Forschenden in der regionalen Molkereiverarbeitung gefunden. Als Reststrom fallen dort fruktosehaltige Abfälle an. Ein gefundenes Fressen für die Purpurbakterien. Wie viel Wasserstoff lässt sich aus den Molkereiabfällen mit den Bakterien produzieren? Und was ist das optimale Verfahren dafür? Daran tüftelt Hartmut Grammel mit seinem Team. Ob und wann der Prozess am Ende auch wirtschaftlich ergiebig ist, wird vom Projektpartner am Fraunhofer IPA ausgewertet. Und da sind wir absolut angewiesen auf die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA. Das heißt, wir produzieren Daten, Datenreihen, die dann eben bilanziert und ausgewertet und bewertet, ökonomisch bewertet werden müssen von der Partnergruppe am Fraunhofer. Und es ist dann eine sehr entscheidende Rückmeldung, auch wie wir den Prozess weiterentwickeln und optimieren werden. Immer wenn Biomasse verwertet wird, entsteht auch CO2. So auch beim Stoffwechsel der Purpurbakterien. Wenn sie Wasserstoff produzieren, setzen sie gleichzeitig Kohlendioxid aus den Molkeresten frei. Im Laborbetrieb bleibt das CO2 momentan noch ungenutzt und entweicht als Abgas in die Atmosphäre. An sich ein klimaneutraler Prozess, doch im Sinne des Hybex-Verfahrens ist hier noch mehr CO2-Ersparnis zu holen. Diese klimaneutralen Kohlenstoffquellen sind aber eben auch geeignet für Negativemissionen. Und dieses Potenzial ist mir wichtig, dass es in Zukunft mit betrachtet wird, dass man aus den klimaneutralen Kreisläufen das C-Atom rausnimmt, speichert und dann entsprechend Kohlenstoffsenken schaffen kann oder Treibhausgassenken im Allgemeinen. Auch das wird mit dem Purpurbakterium Rhodospirillum rubrum und seinem erstaunlichen Stoffwechsel möglich. Man kann die Mikroben nämlich auch so heranzüchten, dass sie CO2 verwerten und in Biomasse umwandeln. Allerdings sind Wasserstoffproduktion und CO2-Verwertung zwei gegenläufige Prozesse. Wie könnte man sie kombinieren? Denkbar ist das in zwei Schritten. Schritt 1. Aus der Molkerei oder dem Weinbau fließen fruktosehaltige Abfälle in den Reaktor. Damit betreiben die Purpurbakterien dunkle Photosynthese und produzieren Wasserstoff als Energieträger. Bei dem Prozess wird auch CO2 frei. Aus den Zellresten lassen sich hochwertige Stoffe herauslösen, wie Terpenoide. Was ich mir vorstelle, ist eher, dass das Verfahren zu einer dezentralen Anwendung wird, bei der im Sinne eines Bioraffineriekonzepts das Bakterium verwendet wird, um hochpreisige Produkte zu produzieren. Und wir versorgen dann diese Anlage energetisch mit dem Wasserstoff, den wir erzeugen, innerhalb des Prozesses. Sodass das eine dezentralisierte, integrierte Anwendung ist, eben im Sinne von einer Bioraffinerie, wo wir möglichst das ganze Potenzial, was dieser Prozess bietet, dann auch ökonomisch versuchen zu nutzen. Den Prozess könnte man in einem zweiten Schritt weiterdenken.
Das CO2, das die Bakterien bei der Fermentation freisetzen, wird abgefangen und in einen separaten Reaktor geführt. Dort verwandeln Purpurbakterien das Abgas zu Bausteinen für Biomaterialien wie Bioplastik. So entsteht ein negativer CO2-Fußabdruck und die Purpurbakterien werden zu Hauptakteuren einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.